Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Folge 21 von The Last of Us Part 2. Wir werden uns jetzt anschauen, was hier seltsames abgeht. Oh, da ist doch einer, oder? Ich hoffe, das Gitter hier ist sicher und hält uns. Taschenlampe aus. Ich hab nicht wirklich viel Bock, von hier oben runtergerissen zu werden. Auf jeden Fall scheint das Viech übelst stark zu sein. Also, die sind damit jetzt auch nicht einfach so fertig geworden. Die Frage, die sich stellt, ist, wo kommen wir hier raus? Müssen wir hier durch den Schacht? Nee. Ich gedacht, dass man den vielleicht abreißen könnte oder so. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Und dort? Ach nee. Ich kann gar sagen, von dort aus sind wir gekommen, aber nope, sind wir nicht. Ey. Infizierte werden das Licht deiner Taschenlampe nicht sehen. Uiuiui. Ach du Scheiße. Da war das Viech gerade. Warte mal. What the fuck? Das hatte ich nicht vor. Was ich eigentlich vorhatte, war das hier? Ja. Okay. Gehen wir mal hier lang. Gucken wir uns hier mal um. Oh. Ist das jetzt ein Infizierter oder? Das sind alles Infizierte, oder? Holy moly, ey. Ich frag mich, ob man die leise killen kann. Ich meine, wir werden es sicherlich herausfinden. War nicht. Oh Gott. Das sieht mal Säure ab, oder? Oh. Ich habe keine Ahnung, was da genau passiert ist. Das habe ich nicht gut gesehen. Auf jeden Fall nichts Gutes. So. Eines steht jedenfalls fest. So wie wir uns das vorgestellt haben, klappt es auf jeden Fall nicht. Das Problem ist auch, ich habe keine Ahnung, wie stark die Viecher sind. Also wenn wir nicht in Reichweite stehen. Da würde ich am liebsten hinterhergehen und den von hinten in den Kopf schießen oder sowas. Also, oh, hallo. Nö, nö, wir sind nicht da. Wir sind gar nicht da. Kriegen wir den Tod. Guck mich an. Oder auch nicht. Oder auch nicht.
Mist! Ja, ein Arsch schießen, glaube ich, bringt nicht viel. Deswegen. Genau, guck mich an. Shit. Bewegung! Ja. Oh oh. Tschüss! Nein! Ich hab keine Zeit mehr. Oh, piss dich. Holy moly. Nein, ich hab da doch keine Zeit für. Was? Ich konnte nicht mal mehr ausweichen jetzt. Also. Ich habe keine Ahnung, was das Ganze hier bringen soll, aber irgendwie kann mir keiner erzählen, dass das hier das ist, wie man das, oh, wie man das machen sollte. Ja, ist ja gut, Mann. Ziel ich halt nicht auf dich. So. Shit. Okay, weg jetzt. Das habe ich mir anders vorgestellt. So, dann rennen wir einfach mal hier lang. Haben wir gedacht, dass man hier so ein bisschen was absuchen kann. Okay, das wird so nichts. Dafür sind die Viecher zu schnell. Oh. Scheiße. Piss euch, ihr Drecksäcke. Tschüss. Oh. Holy moly. Oh. Das will ich gar nicht. Oh, yeah, yeah. Ja, ich helfe dir. Kein Problem. Stopp links. Gib mir das Tuch. Okay. Wir brauchen die andere Waffe. So, wer ist jetzt hin? Oh, scheiße, diese Arschlöcher. Hast du was abgekriegt? Nein, alles okay. Und wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Schambler. So haben sie sie genannt? Ja. Woher kommen jetzt so wieder Schambler? Ich weiß auch nicht. Also, Schambler, wo kommen jetzt bloß neue Infizierte her? Okay, das sind Schambler. Ich kenne wohl Schändler. Oh. Oder nicht bei. Sieh dir die Verätzungen an. Nein, lieber nicht. War der nicht bei Friends? Schändler? Oh, hier. Dankeschön. Immer schön Muni einsammeln jetzt. Ja, ich wäre auf jeden Fall dafür, dass wir so wie jetzt hier nicht unbedingt wieder auf diese Viecher treffen. Aber wenn man hier ein bisschen Platz hat zum Rennen, zum Bewegen etc., würde ich auf jeden Fall sagen, ist das gut machbar hier mit den Gegnern. Also das fand ich, hat sich so auf jeden Fall entsprechend mit herausgefiltert. Ups. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier wieder Shit einsammeln. Ne, die machen wir jetzt noch nicht hoch. Da wir jetzt alle kaputt gemacht haben, können wir uns hier in Ruhe nochmal umgucken, wo hier denn noch was liegt, was wir brauchen könnten. Hast du noch was, mein Dickerchen? Nö. Ist aber schade. So. Ziemlich dunkel das Ganze hier, muss ich ja sagen. Ich weiß auch nicht, ob ich das nicht eventuell ein bisschen heller stellen sollte. Einfach auch für euch. So, Steuerung, Anzeige. Helligkeit. Helligkeit könnten wir vielleicht ein bisschen höher setzen. So, 2 Stufen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr mit. Ihr könnt ein bisschen mehr sehen, ich kann ein bisschen mehr sehen. So sollte es doch sein.
Gut. So, aber das waren jetzt alle gewesen, oder was? Hast du noch was, mein Freund? Nope. Können wir uns mal irgendwie durchquetschen. Ja, von dort sind wir gekommen. Beziehungsweise von hier sind wir gekommen. Da wollten wir weitergehen. Hier hinten können wir das Gitter hochziehen. Aber ansonsten scheint es hier, so wie es aussieht, wirklich zu geben. Ich hätte gedacht, dass hier vielleicht noch was sei. Da was am Boden? Nee. Sprengstoff ist voll und so. Munition voll für die Pistole? Ja. Schade. Wäre man besser mit dem Revolver geschossen. Kleinere Feuerrate, aber hätten wenigstens Munition. Mal sehen, wohin uns das führt. Also mindestens aus dem Raum hier raus. Zeit. Fast geschafft. Okay. Das wurde fast gedacht, dass das Ding jetzt davon zerdrückt wird. Junge, Junge, Junge. Okay. Sieht okay aus, soweit ich das sehe. Oh, gut. Darf ich nochmal irgendwas kurz sehen? Im Rennen haben wir gerade ein bisschen Probleme, ne? Als wären die anderen nicht schlimm genug. Oder es geht hier einfach nicht. So ist wohl die Natur. Tja, dann ist die Natur ein Arschloch. Nee. Das sollst du nicht sagen. Du ein Arschloch, immer. So, davon können wir uns nochmal wieder einbasteln. Hier würde ich sagen, basteln wir uns auch nochmal wieder ein von. War gar nicht mal so schlecht gewesen. Nehmen wir nochmal. What the fuck? Du musst ja nicht immer gleich anzünden, habe ich dir schon mal gesagt. Und vor allem eben so angezündet, direkt wieder in die Tasche gesteckt. So, was ist hier los? Freunde? Ah, sieh mal an. So gefällt mir das. Ah, voll. Nee, Klebeband können wir jetzt nicht mehr einsammeln. Warte mal. Also, das werde ich nicht ohne von der anderen Seite anzugehen probieren. Hier könnte man durch. Schere ist auch voll. So, das ist. Ja, okay. Dann müssen wir da mal eben so rüber. So. Lichtgenerator. Ah, sie an. Aha. Nur drei Teile oder was? Und eine Sammelkarte von Dr. Daniela Star. Dr. Daniela Star, Heimatplanet Erde, Intelligenz 100, Muskelkraft 60, Zugehörigkeit Future Alliance. Die brillante Daniela Star wurde von Spark Century 22 direkt aus Titans bester Wissenschaftsakademie rekrutiert, um den Ionenantrieb-Entwicklerteam zugeteilt. Unter den wachsamen Augen ihrer Kollegen entwickelte sie Pläne, die die kühnsten Erwartungen noch übertrafen. Doch als sie erfuhr, dass ihre Vorgesetzten ihre Technologie für Energiewaffen nutzen wollten, schnappte sie sich ihre Forschungsergebnisse und floh auf den Ganymed. Jetzt steht sie unter dem Schutz der Future Alliance und ist kurz davor, das erste Raumschiff mit überragender Geschwindigkeit der Menschheit zu entwickeln. Helden. Geil. Schön, dass wir wieder eine Karte gefunden haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir bestimmt irgendwo auch ein... Oh, da sind nochmal 9 Teile. Jawohl, wenn wir jetzt so eine Werkbank hätten, dann könnten wir nämlich jetzt unsere Waffe verbessern. Ist die Werkbank? Sind sie? So, hier geht's dann weiter oder auch nicht weiter? Doch, da geht's noch ein Stückchen weiter. Aber vielleicht sollten wir trotzdem erstmal eben hier gucken. Zum einen, was in den Schränken ist, oder zum anderen,
hier eben was vorzufinden ist. Oh, warte mal. Ja. Das ist einfach nur Flüssigkeit gewesen zum Craften. Jetzt eigentlich mit einem Snack oder so gerechnet. Was haben wir hier? Oh, ein Stück Papier. Hey Dewey, hast du schon wieder den Code vergessen? Hol mir eine Limo und der Code gehört dir. Wie? Überlebenswunder in mutmaßlich verlassenem Vorort. Lower Queen Anne, das Militär erlebte gestern eine Überraschung, als es aber eine ganze Gemeinde traf, die lebendig und unversehrt war. Während die umliegenden Stadtteile von Opfern der Cordyceps-Infektion, die unser Land erschüttern, völlig überrannt wurden, haben es diese Überlebenden ganz allein geschafft, sie von ihren Straßen und Häusern fernzuhalten. Diese Geschichte kann man nur als Wunder bezeichnen. Zumal das Militär gerade in dem Moment eintraf, als ihre Lebensmittel endgültig zur Neige gingen. Die Einwohner der Gemeinde erklärten einhellig, ihr Überleben einer Frau zu verdanken, die, sollte es wissen, als ein gewöhnlicher Prepper glücklicherweise lagerte sie in ihrem Bunker für ihre gesamte Nachbarschaft. Als wir fragten, was, antwortet, dass sie eine Vision der Katastrophe bezeichnet, den Ausbruch als göttliche Gefahr. Andere Überlebende stimmten zu, als es die Dunkelheit, sie führte uns in weiser Voraussicht, wir sah, bla 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 bla. Da ist der Teil komplett zerrissen. Ja, wollen wir den Artikel auch nicht weiterlesen. Aber Dankeschön. Haben wir wieder ein bisschen Story gefunden. Was haben wir hier? Zapper. Oho. Lesen. Der Code ist 152. Okay, das sind genug Hinweise. Wenn du den Rest nicht allein rausfindest, hast du es auch nicht verdient. Hm? 152. Was ist mit dem restlichen Code? Steht der irgendwo an Band geschrieben oder so? Das muss ich mir mal angucken. Mal sehen. Das war 1, 5, 2, wahrscheinlich 4 und dann 3. Ja. Wie hast du das gemacht? Magie. Du bist die Beste. Jawoll. Was haben wir denn hier alles Schönes? Also mit Munition fängt es ja schon mal gut an. Da ist nichts drin. Auch nichts. Sprengpulver. Wir sollten viel mehr Granaten und sowas benutzen. Pili Pili. Mal auf da, das ist bestimmt ein Lappen. Jawoll. Gib mir diesen Lappen. Dankeschön. Schrotmunition auch voll. Jo. Das war das Rätsels Lösung. War ja ein super anstrengendes, fast unlösbares Rätsel. Da. Fertig gemacht. Was ist das? Üppchen. Hey, die sieht doch aus wie die Frau vom Scar-Graffiti. Ja. Oh, warte mal. Achso, da stand gerade eben noch Wänden dran. Oh, Snack. Da endlich. So, uns direkt reinsnacken und dann brauchen wir nämlich kein Medipack benutzen. Das habe ich doch versucht. Das wollte ich doch die ganze Zeit herausfinden. So. Wenn wir mal eben hier vorne hingehen, wird die Tür wahrscheinlich aufgeschlossen oder nicht? Gar nicht verschlossen. Okay. Ich möchte eine Werkbank sehen. Ja. Natürlich war das keine Tür zum Ziehen.
Man kommt bestimmt irgendwo durch. Sehr optimistisch. Natürlich kommt man hin. Why the fuck not? Okay. Hier. Optimismus pur. Yo. Das war doch so sicher wie das Abend in der Kirche, oder? Oh. Wo war der? Und da vorne. Wir haben einen Schalldämpfer gerade drauf. Wie sollen wir ihn nachladen? War denn der. Sind die denn alle die Viecher? Okay, da ist. Einer von denen. Hm. Holy moly. Ich weiß nicht, von wo wir das dumme Runner-Viech am besten angreifen. Er ist ja gut. Hör auf zu kotzen da hinten. So, ich glaube, wir sollten irgendwie versuchen, näher zu kommen. Hier ist jetzt gerade nichts. Okay, gehen wir mal hier rum. Oh. Wo ist die hin? Warte, warte, warte. Anders weiß ich nicht, wie wir es hätten machen sollen. Aber wenigstens ist die schon mal hin. Das ist schon mal viel wert. Hier hinten haben wir den anderen. Oh, sehr schön. Nochmal Munition. Ich glaube, anschleichen bringt bei den Dingern nichts. Hm. Die sind auf jeden Fall nicht so stark wie die Gloater. Jetzt stellt sich die Frage, ob es nicht besser wäre, das dumme Vieh einfach anzuziehen. Sollten es auf jeden Fall mal probieren. Also es rennt auf jeden Fall wieder ins Feuer. Stirb doch einfach mal. Komm. Man hört doch, wie es Schaden kriegt. Wer sieht uns fast? Da, der Brenner. Okay, gehen wir mal hier hin. Vielleicht können wir den ja irgendwie von hinten überraschen. Wenn er jetzt nochmal wieder hierher rennt. Hat er sich jetzt anders überlegt, oder was? Der will mich doch verarschen, oder? Die ganze Zeit rennt er da hin und her. Dann hat er sich plötzlich anders überlegt, oder was? Kann doch nicht sein Scheiß ernst sein. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal ein bisschen was von unseren Sachen benutzt. Und mal hier machen wir nochmal den hier. Gucken uns den Idioten hier an und dann. Mit dem Nacken! Burn, Baby, burn!
Was ist er denn? Da. Okay. Das war es, glaube ich, gewesen. Okay. Jo. Ich bin dann soweit, hier abzuhauen. Sehr, sehr geil. Hier haben wir doch schön überlistet, die Idioten. Haben auch mal wieder ein paar Mollys benutzt und so. Endlich mal wieder Waffen benutzt, die wir sonst nicht benutzen, also Taktikwaffen. Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt Verschwendung gewesen ist, zumindest das eine Mal. Vielleicht hätten wir auch eben einmal kurz mit einer Flasche locken können und dann den Rest machen. Aber so insgesamt, da bin ich sehr zufrieden mit dem. Das möchte ich da an der Stelle mal eben sagen. Ich würde jetzt sagen, wir basteln uns mal wieder welche, so zwei Stück direkt. Können wir hier den ganzen Shit wieder einsammeln? Können wir nicht? Warum nicht? Genau, weil wir dafür die Flüssigkeit benötigen. Menno. Warte mal. Das ist jetzt ein Schalldämpfer. Okay, jetzt stellt sich mir die Frage, können wir hierfür quasi auch einen Schalldämpfer was? Nö. Gilt nur für die eine Waffe. Dadurch haben wir nicht... nicht die Möglichkeit, noch was einzusammeln. Sehr, sehr schade eigentlich. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ein bisschen anders erhofft, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber ist so nicht machbar. Schade. Mal kurz suchen gehen. Eine Flasche voll. Dann bräuchten wir noch eine schöne Cola-Flasche und dann könnten wir das eine oder andere wieder mit auffüllen. Hier vorne war nichts außer Munition, welche wir nicht benötigen, weil voll. Ja, das war eine gute Sache gewesen. Schöne Passage hier, ordentlich geschlichen und so weiter. Geil. Bin zufrieden mit dem, was wir geleistet haben. Und hier geht es dann zum Exit. Könnten wir jetzt wieder rausgehen? Machen wir auch. Oder auch nicht. Oder? So. Sekunde. Sehr schön. So. Das hast du gut gemacht. Danke dir, Dina. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei The Last of Us Part 2. Haut rein.